Gott, ich will mein Aufgebracht-Video von Mai drehen. Es ist wirklich so viel zusammenkommen, das ist echt unmöglich. Also ich hätte mir nie gedacht, dass ich so viel in einem Monat leer bekomme. Ich versuche schon das Video öfter zu drehen, weil irgendwie klappt es heute nicht. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Soll ich jetzt die Sachen rausfischen aus der Tasche, dann ist das aber wieder so ein Lärm oder soll ich es rausräumen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich versuche es jetzt mal rauszunehmen. Ich mag diese Douglas-Tüte nicht. Das habe ich, glaube ich, in jedem Aufgebrauchten jetzt schon gesagt. Aber versuchen wir mal, die Sachen rauszunehmen. Wattestäbchen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich die euch noch zeigen soll. Und die Wattepads. Ich habe da ziemlich viele leer gemacht. Ich zeige euch die mal kurz im Schnelldurchlauf. Ich weiß nicht, ob ich das noch zeigen soll. Weil eigentlich ist das ja... Das brauchen wir ja immer auf und ich zeige sie euch ja sowieso nur kurz in dem Video und deswegen wollte ich euch mal fragen, ob ihr das überhaupt noch sehen wollt oder ob ich das sowieso entsorgen kann, weil ich finde es nicht so wichtig. So, fangen wir mal mit den wichtigeren Dingen an. Ich habe eine Hydrogelmaske aufgebraucht, da steht jetzt gerade straffend. Egal. Die habe ich gestern leer gemacht, die fand ich so mega gut. Die hat auch dieses Lesmuster obendrauf. Das war... Wie der Name schon gesagt hat, eine Hydrogel. Ich mag ehrlich gesagt die Hydrogel viel, viel lieber als die Tuchmasken. Was schlecht ist, weil ich fast nur Tuchmasken habe, aber okay. Aber Hydrogel mag ich persönlich viel, viel lieber. Ich benutze sie auch gerne, wenn ich draußen sitze. Die Tuchmasken benutze ich häufiger eher in der Badewanne. Und die Hydrogel eher, wenn ich im Bett sitze oder so. Ja, aber die fand ich gut. Die fand ich wirklich gut. Ich glaube, die gibt es aber nicht mehr, weil das war ja so eine Limited Edition von Balea. Aber die mag ich. Generell die Hydrogel von Balea finde ich bis jetzt sehr, sehr gut. Da hatte ich so viele schon und bis jetzt war keine dabei, die ich nicht gut fand. Ein Bilou-Badezusatz habe ich auch leer gemacht. Den fand ich auch gut. Habe ich ja auch noch ein paar Backups, glaube ich. Ich würde mir die aber nur kaufen, wenn die reduziert sind, weil 2 Euro würde ich dafür exakt nicht ausgeben. Eine Glow-Ampulle von Cadea Vera habe ich auch aufgebraucht. Ihr wisst ja, ich habe davon so viele Backups, deswegen... Gehen da schon mal einige leer. Dann habe ich von Balea ein Rasiergel aufgebraucht. Ich habe die Verpackung so geliebt. Ich bin kein Marshmallow-Fan, ich esse die nicht, aber ich finde die Verpackung so mega schön. Die Verpackung war wirklich mega schön. Das war so eine 25 Jahre Balea Limited Edition. So. Wenn ich es rauskriege, der war auch sehr gut. Ich glaube, ich hatte da 2 davon oder so. Ja. Ich mag Rasiergel eh eigentlich viel lieber als Schaum. Aber es ist immer unterschiedlich, was ich halt verwende. Kommt halt auch auf die Limited Editions an, was es gibt, ne? Ich habe auch Augenpads leer gemacht von Primark und die waren super. Die waren wirklich, wirklich super. Die habe ich sehr, sehr gerne benutzt. Irgendwie finde ich meine Nägel auf der Seite so furchtbar und auf der nicht. Und ich habe aber immer mit rechts, mache ich meistens immer die Dinge, wo ich die Sachen herzeige. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Vielleicht kann ich es verstecken. Zurück zu den Augenpads. Die waren auch so glitzerig mit, super, jetzt sind ja noch meine grünen Nägel, mit Sternen. Ich fand die wirklich, wirklich gut und ich würde mir die auch wieder nachkaufen, wenn ich nicht so viele Augenpads hätte. Ich habe nämlich wirklich viele. Ich war zwar brav und habe relativ viele aufgebraucht, aber die waren echt gut. Die sind doch nicht gerutscht, die waren angenehm, wirklich gut. Würde ich mir wieder nachkaufen. Meine Reinigungstücher habe ich auch leer gemacht. Von Cadea Vera. Das sind die mit Hanf. ich mag die. Ich habe aber jetzt vor kurzem gesehen, dass die reduziert werden. Das heißt, sie werden nicht lange brauchen. Sie werden aus dem Sortiment leider gehen. Was ich ziemlich bescheuert finde, weil ich die so gerne benutze. Das ist dasselbe wie mit dem Ananas, wenn ihr euch an die erinnern könnt. Ja, also werde ich mir da noch ein paar kaufen, weil die gibt es ja dann eh nicht mehr. Dann habe ich einen Lippenpatch aufgebraucht, also so ein Hydrogel-Lipmask heißen ja die von Action. Die fand ich auch sehr, sehr gut. Ich habe nur, glaube ich, von Action keine Backups mehr und ich bilde mir ein, ich habe mir da so viele gekauft. Wo sind die zum Henker hin verschwunden? Müsste ich mal in meiner ganzen Bude suchen, ne? Aber die mag ich. Die mag ich wirklich. Besonders die goldene, weil die glitzert so genial. Fand ich richtig gut. Ihr wisst ja, ich bin in letzter Zeit so ein Lipmask-Junkie. Was man da auch sieht, weil ich habe da auch die Kirsche leer gemacht. Die sieht so aus.
von Cadea Vera, die habe ich auch aufgebraucht. Die finde ich jetzt nicht so gut wie die Kokos, dennoch habe ich mir von der Backups gekauft, weil die ja sowieso Limited Edition sind und ja sowieso dann nicht mehr nachkaufen, wenn man sie ja sowieso nicht mehr nachkaufen kann. So, dann habe ich Lea. Ein Shampoo, beziehungsweise da hat mir der Stefan ja geholfen, weil ich, für meine Haare hat das überhaupt nicht funktioniert und der Stefan war so lieb und hat das leer gemacht. Ich wollte es dann auch für meine Pinsel verwenden, aber da hat er es dann schon aufgebraucht. Ich fand es nicht gut, er ist da eher pflegeleichter, er benutzt das, was da ist, was ich super finde, weil ich fand das mega schrecklich. Also das hat meine Haare so furchtbar hässlich gemacht, das war absolutes No-Go. Würde ich mir niemals nachkaufen. Ich habe mein heißgeliebtes Nivea Duschgel leer gemacht. Ich bin da echt traurig. Ich habe da Gott sei Dank noch zwei Backups, aber ich bin da wirklich, wirklich traurig. Ich überlege, ob ich mir, das gibt es ja leider nicht mehr, ich glaube, die haben, das habe ich ja in dem Haul erzählt, die machen da, glaube ich, eine Umstellung. Ja, ich finde es schade, dass es das, dass das so teuer ist. Ich glaube, das kostet 4 Euro oder 5 Euro oder so. Finde ich sehr, sehr teuer. Aber ich mag's und ich habe mir das ja auch reduziert nachgekauft und ich überlege jetzt mit die minus 20%, weil ich habe ja auch diese In-Dusch-Lotion leer gemacht und ich liebe die und kaufe sie mir ja immer wieder nach. Und ich überlege, ob ich mir das Banane nachkaufe und davon noch ein paar Stück. Ich weiß, ich habe ja eigentlich ein Kaufverbot und wollte ja eigentlich nichts mehr kaufen, aber ich habe ja einmal gesagt, wenn wieder Prozente auf Nivea sind, dass ich mir die kaufen werde. Und ich glaube, das werde ich auch machen, weil ich glaube, dass das nicht mehr so oft vorkommen wird, dass auf Nivea Prozente sind. Und ich habe euch ja irgendwann einmal erzählt, dass wenn es wieder mal vorkommen sollte, dass ich mir auf jeden Fall da mehr davon kaufen werde. Ich weiß, ist jetzt nicht so vorteilhaft mit meinem Kaufverbot, aber ich muss einfach die Dinge haben, weil das benutze ich ja eh jedes Mal, brauche ich auch jedes Mal auf. Und das gibt es ja nicht mehr aktuell, aber ich hätte gerne das Himbeer auch zum Probieren, das Mango und würde mir zweimal auch das von Banane, das Banane kaufen, weil mir geht das Banane-Duschgel von Nivea sowas von ab. Das ist mein absolutes Lieblingsduschgel. Aber ja, das war auch gut und da habe ich ja Gott sei Dank noch zwei Backups. Eine Tuchmaske habe ich auch leer von Balea. Die gibt es ja aktuell wieder, habe ich gehört oder beziehungsweise auf Facebook gelesen. Ich finde sie auch sehr, sehr gut. Also die finde ich wirklich gut. Würde ich mir, auch wenn ich nicht so viel hätte, nochmal nachkaufen, aber ich glaube, ich habe davon noch genug Backups. Da bin ich so traurig, dass das leer ist. Das war das Soap & Glory Sugar Crush Body Scrub. Ich liebe das. Ich liebe es so, so sehr. Das ist... Könnt ihr euch noch erinnern, wo ich das damals aufgebraucht habe und so traurig war, dass man das nicht mehr nachkaufen konnte? Und jetzt hat es Gott sei Dank, der Douglas hat es wieder und ich bin mega verliebt in die Soap & Glory Produkte. Ich will jetzt unbedingt mal eine Bodylotion und Duschgel und das Ganze von dem verbrauchen. Ich habe ja von dem Sugar Crush die Bodylotion auch noch. Und ich habe auch die Kokosreihe und die Fruity. Ihr habt ja eh die Hauls gesehen. Und ich will das bald benutzen. Ich will das wirklich bald benutzen, weil ich habe das Peeling so, so sehr geliebt. Ich habe das so gerne benutzt. Das war das, ist das Beste, was ich bis jetzt hatte. Ich mag natürlich noch immer auch das von Collister. Aber das hält, finde ich, viel, viel länger. Es hat auch diesen Zuckerpeeling-Effekt, aber ich finde, es geht nicht so schnell leer wie das von Collister. Trotzdem liebe ich das extrem. Auch das Collister, aber das würde ich mir immer wieder nachkaufen. Wirklich. Noch einmal was Unspektakuläres, diese Einmalwaschlappen, was nicht so spannend sind. Dann habe ich hier zweimal Balea Augenpads aufgebraucht. Einmal die Drachenfrucht und einmal die Kaktuswasser, genau. Finde ich beide gut. Ich glaube auch, dass die jetzt mehr zur Zeit aus dem Sortiment, also was rede ich da wieder von Schwachsinn? Ich glaube, dass die auch mehr im Sortiment jetzt haben von den Balea Augenpads, oder? Weil ich bilde mir ein, es gibt jetzt auch rosane aktuell. Ich weiß gar nicht, ob ich mir die gekauft habe, ehrlich gesagt. Und eben die beiden. Ich weiß nicht, ob da was rausgegangen ist. Könnt ihr mir das gerne schreiben, weil ich komme nie zum DM. Ich muss endlich mal wieder zum DM und mal die ganzen Neuheiten anschauen, obwohl ich Angst habe, dass ich da was kaufe, weil es gibt ja angeblich eine Wassermelone-Maske, eine Tuchmaske. Aber ja, vielleicht mache ich mir heute auch extra ein. Das ist das Erste, was ich dann gleich fürs neu aufgebrauchte Video leer habe. Aber ich finde die Balea Augenpads wirklich, wirklich sehr gut. Wirklich gut. Dann habe ich eine Probe leer gemacht von Elisabeth Arden. Die habe ich auch in Original zu Hause. Das ist so ein riesen Tiegel mit so Patches drinnen, wo man einen Peeling-Effekt quasi damit hat. Und ich habe jetzt wieder angefangen, die mehr zu benutzen. Ich meine, ich habe auch die Probe benutzt, aber ich habe auch meine, die, was ich original daheim habe, wieder ein-, zweimal benutzt, weil
ich auf der Stirn so viele Pickel in letzter Zeit kriege. Und ich liebe die. Und ich habe die jetzt ewig nicht mehr benutzt. Und deswegen habe ich die Probe wieder angefangen und habe mir gedacht, komm schon, benutz das doch. Du hast das in Original zu Hause und du verwendest es nicht. Ich liebe dieses Teil. Aber das gibt es offiziell nicht mehr. Ich habe die anderen damals beim TK Maxx gekauft. So. Dann habe ich eine Zahncreme leer gemacht. Die Shine On Whitening Zahncreme. Liebe ich. Liebe ich. Aber gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ich habe das nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob ich noch ein paar Backups habe. Bei meinem Glück wahrscheinlich schon. Aber so nachkaufen kann man die, glaube ich, nicht mehr leider. Wenn wir gerade bei Zähne sind. Eine Mundspülung habe ich auch leer gemacht. Das war die von Terra Naturi. Die kennt ihr. Ich liebe die. Ich würde mir die immer wieder nachkaufen, weil... Ja... Ich finde einfach, die ist eine der besten. Und im Naturkosmetikbereich ist ja auch mal nicht schlecht, oder? Die habe ich ja durch Zufall nur in meinem Backup-Schrank gefunden, weil das ist auch einer der Gründe, warum ich eigentlich mehr aufbrauchen als nachkaufen will, weil es gehen so viele Dinge in meinem Kasten verloren, was ich dann vergesse und was ich dann wiederfinde, wo ich mir denke, mein Gott, du hast jetzt 2, 3 nachkauft, dabei hast du noch eines im Backup gehabt. Und das finde ich dann auch ein bisschen schade. Ich habe jetzt 2 Backup-Mundspülungen noch gefunden. Einmal die habe ich jetzt leer gemacht und einmal noch von Meridol, glaube ich, oder so. Und dann schaue ich meinen ganzen Kasten noch durch und gucke, ob ich noch was habe. Und wenn nicht, werde ich mir dann die wieder nachkaufen, weil die, finde ich, ist die beste. Kurze Storytime. Wieder Wattestäbchen, die, was ich immer beim Schminktisch habe. Sehr unspektakulär. Dann habe ich vom Balea das Retinol-Konzentrat aufgebraucht. Ich finde die ehrlich gesagt nicht so geil. Ich weiß nicht. Ich bin eben verwöhnt von Elisabeth Arden. Da bin ich mega verwöhnt, das merkt man auch. Aber ich würde mir die ehrlich gesagt nicht nochmal nachkaufen. Ich weiß nicht, warum ich die überhaupt gekauft habe, weil ich habe eh so viel Zeug, aber... Da haben wir es wieder, ne? Sheet Mask habe ich auch aufgebraucht von Action. Das ist die mit diesem Iron drauf. Die mag ich aber auch sehr. Da habe ich viele verschiedene Varianten. Ich glaube, da habe ich sogar noch welche zu Hause. Ich muss halt, wie gesagt, ein paar Mal aufbrauchen. Ein paar von den Dingen aufbrauchen, weil ich halt wirklich sehr viele Tuchmasken habe. Aber ich bin stolz auf mich. Es ist besser als letzten Monat, glaube ich. Finde ich super. Dann, was machen wir als nächstes? Ich habe ein Duschgel leer gemacht von Trestle oder Trekkle Moon. Das ist dieses Nutmeg Coffee Cake. Ich habe das schon gerne benutzt, aber es hat halt wirklich nicht zu der Jahreszeit passt vom Duft natürlich. Es riecht wirklich geil. Es riecht echt geil. Das gibt es aber nicht mehr, weil das war ja Limited Edition. Ich mochte es, aber ich bin echt froh, dass das 500ml Ding jetzt endlich leer ist, weil das war... sehr, sehr anstrengend, das zu verwenden. War wirklich sehr, sehr anstrengend. Ich habe das jeden Tag benutzt und irgendwann ging mir das einfach auf die Nerven, weil ich halt schon was anderes haben wollte, was Sommerlicheres. Und ja, habe ich ja jetzt Gott sei Dank im Badezimmer stehen. Ich habe die Melone-Reihe von dem habe ich im Badezimmer stehen. Schauen wir mal, wie lange ich mit dem dann auskomme. Ein Deo vom Balea habe ich auch leer gemacht. Dem traue ich ein bisschen hinterher. Das hatte ich nämlich in der Arbeit im Spind. Das mochte ich sehr gerne. Das gibt es ja nicht mehr. Das war Limited Edition, wieder mit Banane, wie immer. Ihr wisst ja, ich bin ein Banane-Freak. Das wird man da auch ein bisschen merken, glaube ich, an dem Aufgebrauchsvideo. Ich mochte es. Ich finde es schade, dass es das nicht mehr gibt, aber ja, es war gut. Das war wirklich, wirklich gut. Balea kaufe ich mir meistens nach, aber ich glaube, ich werde mal zu Aveo wechseln, weil ich wissen will, wie die Aveo sind. So, dann haben wir da Badezusätze. Einmal das Badesalz von Balea würde ich mir jetzt nicht nochmal nachkaufen, weil ich einfach... das Salz nicht mag. Habe ich euch ja vor kurzem noch in einem Aufgebraucht-Video erzählt. Dann habe ich die Minions, also einen Minions-Badezusatz aufgebraucht. Also die würde ich mir fix nie wieder nachkaufen. Ich muss da immer Wasser reinfüllen, weil da bleibt immer ein großer Rest dann über da drinnen und das finde ich gar nicht gut. Die Verpackung ist natürlich mega süß, aber ich finde das Produkt da drinnen einfach schrecklich. Weil das löst sich zwar schön im Wasser auf, aber man braucht halt dann eine Weile, bis man das aus dem... Weil das hat sich so alles verklebt da drinnen und da braucht man eine Weile, bis man den Rest rausbekommt. Was ich schade finde, weil da war letztens in dem war wirklich viel noch drinnen. Eine Koffeeampulle habe ich auch leer gemacht. Wisst ihr, liebe ich. Wieder was von Elisabeth Arden. Ich habe die Kapseln aufgebraucht. Irgendwas ist da total ausgeronnen in meiner Tasche. Das ist echt furchtbar. Ich habe die Elisabeth Arden Kapseln leer gemacht. Die sehen so aus. Ich muss sagen, ich mag die Hyaluron viel, viel lieber als die goldenen. Weil die goldenen sind mir doch jetzt da zur Zeit mit meinen neuen Hautverhältnissen ein bisschen zu reichhaltig. Und die Hyaluron mag ich bis jetzt am liebsten.
irgendwann, wenn ich mal die goldenen alle aufgebraucht habe, weil ich habe wirklich noch viele Backups von den goldenen, würde ich mir eher die nachkaufen, wenn ich weniger Gesichtspflege habe, weil ich habe wirklich noch ganz, ganz viele Sachen von Biotherm und so, was ich auch brauchen muss. Eine Seife habe ich auch leer gemacht, beziehungsweise der Stefan und ich. Da müsste noch eine zweite drinnen sein. Von Fahr. Die fand ich gut, aber die ging aus dem Sortiment, was ich gesehen habe. Deswegen gibt es davon noch leider keine Nachfüllung. Das war von Fahr, diese antibakterielle Seife, glaube ich, ist das. Ja, finde ich gut, aber leider geht gerade die aus dem Sortiment. Und ich finde ehrlich gesagt die Verpackung ein bisschen 250 ml und die ist nicht gerade günstig. Habe ich auch im letzten Aufgebraucht-Video schon erwähnt. Ich habe noch ein Backup, glaube ich. Werde ich natürlich aufbrauchen, aber nachkaufen werde ich sie mir nicht, weil die mir ehrlich gesagt zu teuer sind. Das war ja nur ein Impulskauf, weil die um ein paar Cent, glaube ich, waren bei Müller in Aktion. Nie wieder. Ich muss echt aufhören, sowas zu bunkern, ohne irgendeinen jeglichen Grund. Eine Limited Edition Seife von Balea habe ich auch leer gemacht. Die fand ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so berauschend, weil das Design ist schön, aber der Duft hat irgendwie nicht lang gehalten. Und ja, ich weiß nicht, es hat mich irgendwie nicht so vom Hocker gehauen. Da war die, finde ich, besser, obwohl die auch relativ schnell leer war, aber ja. Ich bin ein Seifen-Junkie, wie man merkt. Falls es noch niemand wusste. Von DT-Sept habe ich auch einen Badezusatz leer gemacht. Der war auch sehr gut. Ich liebe ja die DT-Sept-Badesachen. Also das sind die, was ich am häufigsten auch eigentlich nachkaufe. Dann habe ich einen Duschschaum von Zoella, heißt die Marke, aufgebraucht. Ich meine, da biegt irgendwas dran. Ich will euch das nicht so extrem lang zeigen. Der war aber gut. Der hat so gerochen wie diese Haribo-Bananen. Oh, geil. Der war mega gut. Da hatte ich ja zwei davon. Bereue ich ein bisschen, dass ich mir damals den dritten nicht auch gekauft habe davon, aber ja, mein Gott. Er war gut, ich finde die Verpackung auch mega schön. Ihr wisst ja, Banane, ich liebe Bananeduft in letzter Zeit, also ja, bin ein bisschen traurig, dass er leer ist. Das Blöde ist, das war eher so ein flüssiger Duschschaum, der war nicht so fluffig, so wie Rituals oder Biotherm. Bleiben wir kurz bei Banane, ne? Ist ja nicht genug Banane für heute. Ich habe jetzt endlich das Banane-Body-Joghurt von Body Shop aufgebraucht und das passende Duschgel dazu. Ich muss sagen, der Body Shop-Banane-Duft, weil die Freundinnen von mir ein bisschen verwundert waren, dass mich Banane-Duft nervt, hat mich ein bisschen schon anzipft. Jetzt im Nachhinein natürlich nicht, aber ich bin trotzdem froh, dass es leer ist. Weil noch, ich meine, ich habe ein bisschen übertrieben. Ich habe letzten Monat die Bodybutter leer gemacht und habe dann fast zwei Monate nur denselben Duft benutzt. Das ist natürlich dann schon ein bisschen zu viel, wenn wir ehrlich sind, ne? Das ist wirklich zu viel. Aber ich muss auch sagen, dass die Banane, das Banane-Body-Joghurt ein bisschen auf meiner Haut gebrannt hat. Was ich nicht verstehe. Entweder haben sich da die Duftstoffe mit meiner Haut nicht vertragen. Ich kann es euch nicht genau sagen, weil ich habe jetzt einen Body-Joghurt in Verwendung und das vertrage ich wieder. Vielleicht lag es einfach an dieser Banane-Reihe, was ich eher glaube, weil ich mochte eigentlich die Body-Joghurts. Deswegen habe ich es nicht verstanden, dass ich es nicht vertragen habe, die Banane-Reihe. Aber ich habe es geliebt. Ich bin froh, dass ich das mal benutzen konnte. Würde das noch einmal rauskommen, würde ich mir aber eher die Body-Butter nachkaufen als das Body-Joghurt. Weil das war ja damals die Originalgröße und die Banane-Body-Butter, die ihr gesehen habt, habe ich mir ja nur in klein damals gekauft. Hätte ich in groß nehmen sollen, aber wer hätte das auch wissen können. Finde ich gut, ich werde definitiv wieder mehr Body Shop nachkaufen und benutzen, weil ich Body Shop Produkte wirklich liebe. Das Duschgel, das hat so lange gehalten, das war so ergiebig. Mega. Wenn dann eher Body Shop Produkte, die ich mir nachkaufen würde. Ein Trackle Moon Badezusatz habe ich auch leer gemacht, den Grapefruit. Den fand ich auch sehr gut. Den liebe ich einfach. Da habe ich ganz viele Backups noch, Gott sei Dank, weil den gibt es so viel, ich weiß nicht mehr. Wieder Banane. Ich habe eine Banane-Tuchmaske aufgebraucht, die so ausschaut wie so ein Milchpackerl. Ich liebe diese Verpackung. Ich fand die auch wirklich gut. Ich habe auch noch die Flüssigkeit, die drinnen war, habe ich noch als Serum verwenden können. Die fand ich mega. Die fand ich wirklich mega gut. Würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, wenn ich ein bisschen weniger Produkte habe zu Hause. Weil ich habe ja wirklich noch viel Zeug. Dann habe ich ein Malice Möller Volumen Distensity Shampoo Form aufgebraucht. Komplizierter Satz. Ich muss sagen, ich mochte es leider nicht so gerne. Eine damalige Arbeitskollegin, die hat das geliebt und eine Kundin auch. Die waren dann auch traurig, wie das aus dem Sortiment gegangen ist. Und ich habe es auch versucht. Ich habe dann auch den Tester bekommen von der Arbeit, aber
es war irgendwie nicht meins. Das habe ich jetzt leer gemacht, weil da war nicht viel drinnen mehr. Den Tester, der noch relativ voll war, habe ich jetzt meiner Schwester geschenkt. Ja, also ich traue dem jetzt ehrlich gesagt nicht so hinterher. Es hat, wenn ich mir die Haare danach geföhnt habe, waren meine Haare echt schön danach, aber ja. Es ist jetzt nicht Malice Möhle, ist jetzt nichts, was ich mir unbedingt nachkaufen würde. Dann habe ich eine Lippenmaske aufgebraucht. Die sieht so aus. Ich zeige euch gleich die ganze Verpackung, weil ich habe, glaube ich, nur noch eine Anwendung, die so dann aussehen wird. Und damit ihr wisst, welche das ist die hier. Damit ich die irgendwann einmal aufbrauchen kann. Oder ich schmeiße die in die Verpackung und brauche die dann auf. Keine Ahnung, wie ich das noch machen werde. Aber die habe ich aufgebraucht. Die fand ich okay. Ich würde die jetzt mir ehrlich gesagt nicht nochmal nachkaufen. Das war nämlich von Bieber, habe ich mir die gekauft. Die Verpackung war relativ lustig, aber ich fand die jetzt nicht so gut wie die Cadavera. Die Cadavera fand ich besser. Noch ein Badezusatz habe ich leer gemacht von Kneipp. Den fand ich auch sehr gut. Das ist dieses nur eine Kleinigkeit. Das ist sowas von süß. Den habe ich auch verschenkt. Den fand ich wirklich gut. Aber ich glaube, den gibt es auch nicht mehr, wenn ich mich nicht ganz irre. So heftig, wie viel das wirklich noch ist. Also das ist echt krass. So, ich habe 2 Proben von einem Intensiv-Peeling-Booster aufgebraucht. Ich fand das Ding nicht gut, ich fand es viel zu flüssig, es war nicht angenehm auf der Haut. Also waren nur 2 Proben, also kann ich es verschmerzen. Dann habe ich einmal noch Augenpads von Cadavera aufgebraucht. Ich war wirklich, wirklich brav, was das betrifft. Die fand ich aber sehr gut. Das waren diese Gurke Limited Edition. Die gibt es leider nicht mehr, aber ich habe davon noch ein paar Backups. Dann einen Badezusatz von Balea habe ich auch leer gemacht. Das war das Badesalz für dich. Das hat aber gut gerochen. Obwohl ich ja Badesalz nicht mag, war das echt angenehm vom Duft her. Das war echt, echt angenehm. So. Eine Probe von einer Ahava-Creme habe ich auch aufgebraucht. Die war sehr, sehr angenehm. Die war wirklich angenehm, aber wie gesagt, ich habe zu viel, viel zu viele Sachen von Gesichtspflege. Da muss ich wirklich aufbrauchen. Und ich bin stolz, dass ich ein paar Proben verbraucht habe. So, dann habe ich hier so 2 Badebomben in Würfelform. Da habe ich ja diese Apple Delight-Reihe von Yves Rocher, ist das übrigens, habe ich ja aufgebraucht und ich habe ganz vergessen, dass ich diese Badebomben noch hatte und habe die jetzt halt noch zusätzlich aufgebraucht. Das ist viel Zeug, bist du deppert. Dann habe ich noch einen Badezusatz von Balea leer gemacht, diese Badeperlen, die finde ich ja wirklich gut. Ich habe aber ehrlich gesagt gar nicht mehr geschaut, ob es die noch gibt. Ich muss endlich mal wieder gucken, ob es die noch gibt. So, wieder Ampullen habe ich leer gemacht, ein paar. Da sind überall meine Haare dran, das ist echt furchtbar. Die Hanfampulle habe ich leer gemacht, diese Chillout, die war echt gut. Dann die Ingwer natürlich, meine absolute Lieblingsampulle von Cadavera. Und die, jetzt ist sie weggeflogen, und die Coffee habe ich auch wieder aufgebraucht. Finde ich ja auch, warte, sieht sie nicht, finde ich ja auch sehr, sehr gut. So, noch ein paar Proben habe ich leer gemacht. Ich habe einmal so einen Facial Toner aufgebraucht von Clarisse oder so heißt die Marke. Fand ich ganz okay. Ich glaube, ich habe auch noch eine Probe davon, aber nachkaufen würde ich es mir ehrlich gesagt nicht. Dann von Biotherm die Aquasource Gel habe ich auch aufgebraucht. Das ist aber die ältere Variante, fand ich auch gut. Ihr wisst ja, ich liebe die alten Biotherm Gesichtspflegeprodukte eigentlich sehr, sehr gerne. Ich liebe die sehr, sehr gerne. Das war kein deutscher Satz. Ich liebe die Biotherm Gesichtspflege. Obwohl ich da jetzt so ein bisschen Hass eher entwickelt habe. Weil die ganzen Sachen, die ich mochte damals, haben sie alle auflassen. Von, ich weiß die Marke nicht, das war so eine koreanische, glaube ich, habe ich so eine Snail Cream aufgebraucht. War okay, aber jetzt auch nichts dermaßen Erwähnenswertes, sage ich jetzt mal. Dann habe ich eine Gesichtscreme wieder von Oliveda aufgebraucht. Ich mag irgendwie, da ist noch eine, ich mag irgendwie die Textur von den Cremes nicht. Mit denen komme ich nicht ganz klar. Mit dem Duft auch irgendwie nicht. Also Oliveda, das Serum liebe ich, das benutze ich ja auch gerade wieder aktuell, aber die Cremes, die finde ich ein bisschen zu heftig vom Duft her. Dann habe ich ein Banana Sleeping Pack aufgebraucht von Tony Moly, fand ich mega gut, ich habe es geliebt. Aber leider komme ich an die Tony Moly Sachen nicht ran. Ich habe dann noch 2 Cadavera, schon wieder Banane, 2 Cadavera Masken aufgebraucht. Einmal meine heißgeliebte Lemon Cupcake, die ich ja sowas von liebe. Und Punkt an Wert des Todes. Und die Go Bananas, das war ja auch eine meiner Lieblingsmasken.
Fand ich auch sehr, sehr gut. Habe ich, glaube ich, noch ein paar Backups, weil die gibt es ja aktuell nicht mehr. Moment. Ich habe das nämlich zweimal aufgebraucht, sehe ich gerade. Ich habe von Cadea Vera die Reinigungstücher zweimal aufgebraucht. Die habe ich ja immer am Schminktisch stehen. Die kaufe ich mir auch meistens immer nur, wenn sie in Aktion sind. Dann habe... Oh, irgendwie schieße ich das immer so weg. Was ist los? Aber irgendwas ist da nicht Flüssiges ausgeronnen, sondern ich glaube eine Badebombe oder so hat sich da ein bisschen breit gemacht. So. Eine Crememaske, glaube ich, war das von Primark. Habe ich auch leer gemacht. Ich muss sagen, ich fand die nicht so gut. Das war diese Aloe Vera. Würde ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht nochmal nachkaufen. Fand ich jetzt nicht so dermaßen berauschend. Dann habe ich leer gemacht Augenpads von Annemarie Berlin. Und ich muss sagen, ich habe den Duft viel, viel besser vertragen als früher. Ich mochte den Duft ja von denen überhaupt nicht. Aber die waren echt gut. Sind überhaupt nicht runtergerutscht. Haben wirklich sehr stark Feuchtigkeitsspendend. Die waren sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Und ich habe sie relativ lang oben lassen, dass das Pad, dieses Gel... Entschuldigung, jetzt habe ich die Kamera schon wieder treten. Dass ich dieses Gel-Pad da komplett austrocknet runtergenommen habe. Also es war echt, echt gut. Ich habe sogar noch ein Backup davon. Dann habe ich meine heißgeliebten Kokos-Lip-Patches, also Lip-Gel-Patches aufgebraucht. Ihr wisst die Liebe, ich habe sie ja gebunkert. Werdet sie sehr, sehr oft noch sehen. Dann habe ich eine Tuchmaske mit Banane aufgebraucht. Sag ja, das Video ist sehr bananenlastig, aber ich bin so stolz auf mich, dass ich so viele Tuchmasken auch Also für meine Verhältnisse sind es schon sehr viele, finde ich. Aber ja, die fand ich sehr, sehr gut. Habe ich Gott sei Dank noch ein paar Backups. Dann habe ich, da müsste eigentlich noch eine zweite rumfliegen, ich weiß aber jetzt nicht, wo sie ist, ein Vitamin C Serum von The Body Shop aufgebraucht. Das fand ich leider nicht gut, da müsste doch irgendwo noch eine zweite Probe rumfliegen. Fand ich leider nicht so gut, würde ich mir auch nicht nachkaufen in groß. Es sollte auch jetzt irgendwann rauskommen im Sortiment, habe ich gehört. Einmal habe ich No Straps verwendet, sollte ich auch wieder öfter benutzen, bin ich auch sehr schleißig geworden. Da habe ich jetzt die zweite Probe gefunden von The Body Shop, von dem Vitamin C Serum. Ich würde mir das exakt nicht kaufen, wie gesagt, ich mag es nicht. Ich finde, das hat sehr geklebt auf der Haut und hat sich nicht schön verteilen lassen, also ich mochte es nicht. Von Balea habe ich das Feuchtigkeitskonzentrat aufgebraucht. Die habe ich früher sehr gerne verwendet. Aber seit Elisabeth Arden mag ich die auch leider nicht mehr. Waren okay, aber würde ich mir jetzt nicht nochmal nachkaufen. Ich wollte sie nämlich mal probieren, weil ich früher so gerne die verwendet habe mit meiner Mom zusammen. So, dann habe ich die Blueberry Bubble Mask von Primark aufgebraucht. Und die war komischerweise wieder angenehm. Die war vom Duft viel, viel angenehmer. Aber ich glaube, ich würde mir die von Primark ehrlich gesagt nicht nochmal nachkaufen. Ich habe ja sowieso genug. Und von Primark würde ich mir ehrlich gesagt keine Masken mehr kaufen. Dann habe ich die Essence Pac-Man Augenpads aufgebraucht. Die waren ja echt genial. Das war, da oben sieht man sie ein bisschen besser. Da war eines war so ein Geist. Ich glaube, das ist der Pinky, wenn ich mich nicht irre. Und das andere war der Pac-Man selber. Die fand ich mega. Aber ich wollte sie unbedingt aufbrauchen, weil ich mir gedacht habe, dann ist wieder was weg. Und ja, aber die waren echt gut. Fand ich wirklich süß, die zu benutzen. Dann, ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden, der so krümelt. Ich habe zwei Lush-Badebomben wieder aufgebraucht. Ich glaube aber, das war ein Bär und das war eine Weihnachts-Badebombe. Seht ihr da ein Foto? Also die fand ich gut. Ihr wisst ja, Lush... Was muss ich noch zu Lush sagen? Ihr wisst, die Sachen liebe ich. Dann habe ich noch eine Glow-Ampulle aufgebraucht von Cadea Vera. So, und jetzt kommen wir mal zu bisschen größeren Produkten, die ich da leer gemacht habe. Ich muss mich dann noch so ein bisschen durchstöbern da, jetzt was ich euch dann noch zeige. So, ich habe ein Duschgel von Corus aufgebraucht und ich habe es geliebt. Ich habe davon ja noch die Body Lotions. Das war von Corus das Coconut Water Duschgel. Da war leider nicht so viel drinnen, da waren nur 40 ml drinnen. Das ging leider so schnell leer. Aber das war so mega gut und wenn das nicht so teuer wäre und ich nicht so viele Duschgele hätte, würde ich mir das nachkaufen. Ich habe jetzt noch eines von der Olive Serie in klein. Das benutze ich jetzt gerade aktuell. Das ist auch mega. Das seht ihr sicher im nächsten aufgebraucht Video. Dann habe ich ein Serum leer gemacht, das auch so dermaßen biegt. Mein Gott. Von Elisabeth Arden. Den traue ich sehr hinterher, weil das ging relativ schnell leer. Ich habe aber, glaube ich, noch ein, zwei Backups von dem. Ich glaube, ich habe noch ein, zwei Backups. Also
Gott sei Dank ist die Trauer nicht so groß, so sieht das aus. Das ist dieses Superstart-Serum, ich liebe es. Es ging aber wirklich relativ schnell leer, aber ich bin froh, dass ich noch Backups habe. So, obwohl ich noch andere Sachen auch habe, die ich noch benutzen will. Ich habe 2 Duftproben leer gemacht. Mir fällt gerade auf, dass ich nur 2 leer gemacht habe, ich kleiner Pappenheimer. Aber ich habe dafür 3 Parfums leer gemacht, die ich euch dann noch zeigen kann. Jetzt habe ich gerade meinen Zehennagel umgebogen, nicht so geil. Also, ich habe von Boss Alive das Intense leer gemacht. Das war ja der rote, ist der rote Duft von Alive. Ich liebe den und ich glaube, der ist auf der engeren Wahl von den Düften, die ich unbedingt haben will. Ich habe den klassischen Alive auch zu Hause. Der passt jetzt zu mir ehrlich gesagt nicht so gut, aber der rote, in den habe ich mich verliebt. In den habe ich mich wirklich verliebt. Also den würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, wenn ich mal weniger habe. So, kommen wir mal kurz zu Make-up, dann habe ich noch ein paar Bodylotion-Sachen und Düfte. Ich habe 2 Primer leer gemacht. Ich muss mir da unbedingt einen neuen Primer raussuchen, weil ich habe den heute erst leer gemacht. Das war von Essence, dieser Fruity, wird der heißen? Fruit Mood mit Melone. Da ist noch ein bisschen was drin, aber ich schneide das jetzt ehrlich gesagt nicht auf, weil ich habe da noch einen zweiten. Ich kann ihn euch auch zeigen, weil der liegt da heraus. Da habe ich noch einen zweiten davon, weil ich habe den, glaube ich, von der Tanja, habe ich schon aufgebraucht. Also den habe ich jetzt benutzt und aufgebraucht. Und ja, ich habe da noch einen zweiten. Und ich will unbedingt einen anderen verwenden, den ich mir aber erst raussuchen muss. Ich habe so einen Kokos Prime und ich will den unbedingt verwenden. Deswegen bin ich froh, dass ich da heute gesagt habe, na, da ist jetzt nur noch so wenig drinnen. Andere würden ihn jetzt aufschneiden. Ich habe aber so viele Primer, ich habe das nicht notwendig, dass ich da den Rest noch rauskratze. Also. Und so gut finde ich ihn nicht, dass ich den Rest jetzt rauskratzen würde. Dann habe ich den Control Shine and Prime aufgebraucht. Das war eher so ein porenverfeinernder Primer. Schneide ich jetzt auch nicht auf, weil ich habe noch einen von Clarins in einem Tiegel. Der schaut so aus, der ist auch so dreckig. Der schaut so aus. Den benutze ich jetzt gerade als porenverfeinernden Primer. Und deswegen, ich fand die Konsistenz von dem schon ein bisschen fragwürdig, deswegen habe ich ihn jetzt auch nicht aufgeschnitten. Ich weiß, ihr kennt das eigentlich nicht von mir, aber den habe ich so lange verwendet und ich habe den eh jetzt gut runter aufgebraucht. Deswegen habe ich mir gedacht, schneide ich das mal nicht auf. Ich habe einen Augen-Make-up-Entferner aufgebraucht von Lancôme, den habe ich zu Ostern bekommen. Das war so eine kleine Größe. Ich mag diese Parfümierten nicht mehr. Ich finde ihn gut, schminkt trotzdem nicht so gut ab wie mein Clarins. Ich glaube, ich werde für immer bei dem Clarins Augen-Make-up-Entferner bleiben. Und mir ist der zu stark parfümiert nach Rose. Also das braucht, finde ich, keinen Augen-Make-up-Entferner so stark nach Rose duften. Also ich würde mir den Original, würde ich mir den niemals nachkaufen. Der ist auch so blau eingefärbt, also... Nee, finde ich nicht gut. Was ich auch leider nicht gut fand, war von Clarins die Mascara. Ihr werdet das nicht so gut sehen, weil die sehr spiegelt, aber ich kann euch mal das Bürstchen zeigen. Ich fand die leider nicht so gut. Mir hat das Ergebnis einfach auf den Wimpern nicht gefallen und bei mir bröckelt fast jede Mascara schon runter und ich bin schon echt am Verzweifeln. Jetzt habe ich gerade aktuell die von MAC drauf, da habe ich dasselbe Problem. Ich hoffe, dass es jetzt besser wird, wenn die Maskenpflicht aufhört. Ich hoffe es wirklich. Weil seit den Masken, wenn da der Dampf von meinem Atem die ganze Zeit hochsteigt, bin ich da komplett schwarz wie ein Panda. Und das nervt mich extrem. Die war leider auch so, aber mir gefällt auch das Volumen und so nicht. Also es macht keine Bam-Wimpern, dass ich mir die jetzt unbedingt nachkaufen würde. Ich hatte die schon mal in klein. Warum habe ich mir die überhaupt nachgekauft, wenn ich es eh wusste? Ganz furchtbar mit mir. So, ich glaube, ich habe dann eh auch alles. Ich will nur nichts vergessen. So. Noch 3 Body-Produkte habe ich leer gemacht. Ich bin so stolz, dass ich 3 Body-Lotions leer gemacht habe. Da bin ich wirklich so extrem stolz auf mich. Fangen wir mal mit dem an, weil das war ja ein echter Prozess, das Ding aufzubrauchen. Das war von Isana Young ein Limited Edition cremiges Pflegemousse-Teil. Das war so furchtbar. Ganz am Anfang war der Schaum relativ gut. Später hat man dann fast keinen fluffigen Schaum mehr gehabt, sondern das kam dann eher flüssig raus, weil der Pumpspender oder was da immer für ein Mechanismus drinnen ist, wahrscheinlich gespinnt hat. Oder das ist normal, wenn weniger drinnen ist, ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall, wenn ich das verteilt habe auf meiner Haut, hat das so weiße Schlieren gemacht und ich habe es nicht schön in die Haut einarbeiten können. Es hat doch nicht wirklich gepflegt, also ich finde nicht, dass es da den Pflegeeffekt hatte, den ich gerade brauche zurzeit, weil meine Haut ist sehr beansprucht und ich brauche wirklich viel Pflege.
Das Problem ist, ich habe jetzt noch einen von denen. Ich habe den Lollipop noch zu Hause und ich weiß nicht, vielleicht probiere ich es im Herbst noch einmal, den dann aufzubrauchen, den Lollipop, aber das war echt eine mühsame Geschichte, das leer zu bekommen. Finde ich nicht gut. Ich weiß nicht, ob es diese Teile noch gibt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, die was in Rossmann in der Nähe haben, weil ich habe das ja damals geschenkt bekommen oder es ist mir mitgebracht worden oder so. Aber ich finde das ganz, ganz furchtbar. Würde ich mir niemals nachkaufen. Gar nicht, wirklich nicht. Was ich gut finde und was ich jetzt gehört habe, dass es leider aus dem Sortiment geht, ist vom Biotherm die Bath Therapy Serie. So, ich kann schon nicht mehr reden bei dem ganzen Gequatsch hier. Da bin ich echt traurig, weil die Serie soll angeblich komplett rausgehen. Da gab es eine rote Serie, eine grüne und eine gelbe Serie und eine türkise Serie war Limited Edition. Da ärgere ich mich, dass ich mir damals die Bodylotion nicht mehr gekauft habe. Da habe ich nämlich nur das Peeling und den Schaum zu Hause, was ich auch aktuell mal verwenden werde. Aber ich liebe den Duschschaum von Biotherm. Ich mochte den Duft sehr gerne. Das Problem, jetzt rieche ich ihn natürlich wieder, das Problem war nur, ich habe mich zu sehr daran gewöhnt. Bei dem Eincremen, ich habe das nicht mehr wahrgenommen, es ist komplett leer, ich bin so stolz. Bei dem Eincremen, ich habe das einfach nicht mehr wahrgenommen. Also der Duft, an den gewöhnt man sich so schnell, dass das nichts mehr Besonderes war nach einer Zeit leider. Aber ich habe es trotzdem wirklich gerne verwendet, beide Sachen. Ich bin sogar schneller mit der Bodylotion fertig geworden als mit dem Duschschaum. Ja, ich habe es geliebt. Leider gibt es das nimmer mehr. Ich würde mir das, wenn ich nicht so viel hätte, auf jeden Fall schon nachkaufen. Aber ich habe einfach zu viel Zeug. Ich muss wirklich mal meinen Bestand abbauen an Bodylotion. Und ich bin stolz, dass ich drei Sachen leer gemacht habe. Ich habe noch drei Sachen leer gemacht. Und da bin ich auch so verdammt stolz auf mich, dass ich drei Produkte leer gemacht habe. Okay, da muss ich fair sein bei den beiden. Die waren ja angefangen. Das war ja mein John Galliano, was ihr in dem Düfteaufbruch-Challenge-Video gesehen habt. Der ist relativ schnell leer geworden. Ich habe jetzt noch die kleine Variante daheim. Dann einmal den Chloé Nomade, den Naturell, der was ja vegan ist und so. Und so vor allem. Und einmal den Voce Viva. Bleiben wir gleich bei dem zuerst. Den hatte ich ja im Adventkalender von L'Oreal. Das war ja so eine Mini-Größe. Ich finde die Flasche auch wunderschön. Ich weiß nicht, ob ich sie aufheben soll, aber ich will sie eigentlich nicht aufheben. So in der Verpackung finde ich den Duft so mega gut. Ich fand ihn auch an mir gut. Das Problem war nur, ich habe den nicht lange wahrgenommen. Ich habe den gesprüht und gesprüht und gesprüht und irgendwie habe ich mir so gedacht, so irgendwie hält der an mir nicht. Und Valentino, das ist ja Valentino Voce Viva, falls ich es jetzt noch nicht gesagt habe, ist ja wirklich sehr, sehr teuer von den Düften her. Wirklich sehr, sehr teuer. Aber ich finde den so in der Flasche, finde ich ihn gerade urgeil. So in der Flasche finde ich ihn mega. Vielleicht, weil ich jetzt ihn schon lange nicht mehr gerochen habe, weil den habe ich Anfang des Monats, glaube ich, leer gemacht. Aber der riecht in der Flasche echt gut. Ich habe von dem, da gibt es eine zweite Variante, das ist der Voce Viva Intensa. Da habe ich eine Duftprobe da am Schminktisch liegen. Ich bin gespannt, wie der ist, weil der hat irgendwie nicht so an mir gehalten, leider. Beide, die ich aber liebe, wo ich mir beim Chloé Nomade eigentlich nicht gedacht habe, dass ich den Duft mag, sind die beiden halt. Einmal der John Galliano und der Chloé Nomade. Da war ja nicht mehr viel drin, da war relativ wenig drinnen. Bin aber trotzdem sehr, sehr lange damit auskommen und ich habe ihn geliebt. Ich habe den erst auch gestern leer gemacht. Ich finde den so, so extrem gut. Ich bin so verliebt in dieses Parfum. Wieder einer auf meiner Wunschliste. Furchtbar mit mir. Der riecht so mega gut. Ich hätte mir das niemals gedacht, dass mir so einer gefallen würde. Wirklich nicht. Also der ist sehr blumig, aber auch ein bisschen intensiver. Ich finde den wirklich angenehm. Er hat auch jetzt in die... Ja, doch, ich mich gleich mit dem Lederband da. Er hat auch in die Jahreszeit, finde ich, passt. Wo es jetzt noch nicht so heiß ist, wo man noch stärkere Düfte tragen kann, fand ich den wirklich mega geil. Den würde ich mir auf jeden Fall, wenn ich ein bisschen weniger Parfums habe, würde ich mir den sogar nachkaufen, weil in dem bin ich wirklich verliebt. Also wenn euch der interessiert, wie der ausschaut oder welcher das von denen war, weil da gibt es auch schon 3-4 verschiedene, glaube ich, der mit den gebundenen braunen, na braun ist es nicht, das ist eher so eine komische Matschfarbe, aber probiert es den mal. Also ich bin verliebt in diesen Duft. Welchen ich ja noch gerne mag, aber den es ja eigentlich so offiziell nicht mehr zu kaufen gibt, ist von John Galliano dieser hier. Das ist der, was so ausschaut wie ein Brief. Habe ich euch ja auch in dem
in dem Aufbrauch-Challenge-Video zeigt. Man riecht leider nichts mehr. Ich bin aber sehr, sehr stolz auf mich, dass ich den jetzt leer gemacht habe, weil ich glaube, wenn ich den noch länger aufbewahrt hätte, wäre der mir auf jeden Fall gekippt. Deswegen bin ich wirklich stolz auf mich, dass ich den aufgebraucht habe. Ich meine, 3 Düfte und 3 Bodylotions. Ich war noch nie so stolz auf mich wie in dem Monat, wirklich. Und das Sackerl habt ihr ja gesehen, es war bumm voll und man konnte da fast gar nichts mehr reinwerfen. Also 3 Düfte und 3 Bodylotions. Finde ich echt stark von mir, dass ich das geschafft habe. Ich habe Gott sei Dank ja noch von denen ein paar Backups. Einen kleinen habe ich ja noch in Benutzung. Ich habe auch noch gar kein Parfum drauf. Ich weiß gar nicht, was ich nicht mehr raufknalle heute. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin so, so dermaßen stolz auf mich, dass ich so viele Sachen leer gemacht habe. Und ich kann nur sagen, Juni kann so weitergehen. Juni kann wirklich so weitergehen. Ich werde mir auch wirklich Mühe geben, dass ich das auch durchziehe. Weil ich muss sagen, so stolz war ich, glaube ich, noch nie auf mich. Dass ich so viel leer mache, hätte ich mir niemals gedacht. Aber ja. Ich höre auf, jetzt mich zu loben, da fetze ich gleich meine Kette weg. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich fand es mega euphorisch, euch die Sachen zu zeigen und darüber zu erzählen. Das hat mir so viel Spaß gemacht, besonders über den Duft. Wenn ich den rieche, da ja, kommen Erinnerungen hoch, die ich eigentlich nicht so geil finde, wenn ich das mit dem Duft verbinde. Aber ich finde den so, so gut. Ich finde den so, so gut. Ihr müsst euch den unbedingt mal anschauen. Ja, ich höre jetzt auf zu labern. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Video gefallen. Schreibt es mir mal in den Kommentaren, was ihr alles so aufgebracht habt, worauf ihr sehr stolz seid. Ich bin auf jeden Fall, auf die 3 Düfte bin ich mega stolz, dass ich die leer gemacht habe. Dass ich 3 Bodylotions leer gemacht habe, bin ich mega stolz auf mich. Ja, ich hoffe, dass der nächste Monat weiter so geht. Ich will unbedingt mehr aufbrauchen. Ja, jetzt höre ich aber auf zu labern und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!